Namibia, vor etwa 4 Wochen kündigten Anna, 32, und Gerald Heiser, 37, eine Familienveränderung an. Das Paar hat sich einen neuen Hund zugelegt. Dabei handelt es sich um einen Mischling aus Rottweiler und bayerischem Gebirgsschweißhund. Nun ist der knuffige Welpe bei der Heiser-Familie eingezogen. Darf ich vorstellen? Unser neues Familienmitglied, Balu, schreibt die 32-Jährige unter ihrem aktuellen Instagram-Beitrag zum Muttertag. Auf den beiden Schnappschüssen sind Anna mit ihrem Sohn Leon, Baby Alina und dem noch sehr tapsigen Racker zu sehen. Die Familie scheint glücklich und komplett, schließlich muss sich die Wahl-Namibianerin nun um 3 Kinder kümmern. Die Follower freuen sich für sympathischen Auswanderer und schmelzen beim Anblick des Hundebabys förmlich dahin. Balu ist aber mega süß, Alina scheint begeistert zu sein von ihrem neuen Freund, hübscher Hund, schwärmen die Fans in den Kommentaren. In ihrer Story gab die Blondine bereits erste Updates zum alltäglichen Leben mit Balu. Das Tier habe sich bereits gut eingelebt und scheint sich in seinem Körbchen sehr wohl zu fühlen. Ich hoffe, das klappt mit der Erziehung, denn ich persönlich hatte noch nie einen Hund, so Anna, die eigentlich eher eine typische Katzenmama sei. Balu ist neues Familienmitglied bei den Heisers. Obwohl bereits 2 Hunde mit auf der Farm leben, wollten sich Anna und Gerald unbedingt eine neue Fellnase holen, denn die anderen beiden Vierbeiner wären schon sehr alt und würden wohl nicht mehr allzu lange leben. Außerdem war es Anna wichtig, dass ihre beiden Kinder gemeinsam mit einem Hund groß werden. Den Rottweiler Gebirgsschweißhund Mischling ausgesucht haben nämlich nicht die Eltern, sondern Söhnchen Leon. Und wie auf den Bildern zu erkennen ist, sind Annas Kinder sicherlich ganz neugierig auf das neue flauschige Familienmitglied. You guide me, babe. Have you ever sat there once the people were